Leute, die beste Zeit im Jahr beginnt bald wieder. Es ist Zeit für den Frühlingsputz. Und es ist natürlich klar, dass ich es nicht wie sonst um 3 Uhr morgens schaffe, den ganzen Frühlingsputz zu machen. Auf jeden Fall nicht, wenn ich anschließend noch zur Arbeit muss. Dieses Jahr aufs Neue stelle ich mir die Frage, wie ich am besten diesen Frühlingsputz bewerkstelligen kann. Wo ist denn diese Wimper jetzt hier so komisch? Ach nö. Eine Spitzwimper. Und heute habe ich mich auch. Ich will gerne von euch wissen, macht ihr alles an einem Tag oder teilt ihr euch das auf? Weil ganz ehrlich, wenn ich meinen Frühlingsputz mache, muss ich meine Klamotten aussortieren, dann muss ich meine Sommerklamotten gegen die Winterklamotten tauschen, dann muss ich wirklich jeden Winkel in meinem Haus sauber machen, ich muss meine Fenster putzen, ich muss alle Schränke auswischen. Ihr kennt mich, ich bin ein Girl, ich mache lieber alles an einem Tag, nicht aufgeteilt. Leute, versteht es auf jeden Fall nicht falsch. Ich freue mich wirklich extrem auf den Frühlingsputz. Ich will einfach nur mal hören, wie ihr das alles so bewerkstelligt mit dem Frühlingsputz. Ich tendiere schon fast dazu, dass ich eine 12-Stunden-Session machen werde. Gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das immer so handhabt.